Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Weltrekord-Attempt. Charaktere zusammenfassen, charakterisieren und die Stärken ganz schnell zusammenfassen. So schnell wie ich nur kann. Bei allen Charakteren, die aktuell erhältlich sind. Ich weiß, dass da noch 3 DLC-Pfeile kommen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Halt euch fest, das ist ein ziemlich interessantes, experimentierfreudiges Video. Und ich weiß nicht, ob es jedem gefallen wird, aber ich habe voll Bock drauf, ich akzeptiere diese Challenge. Und die Challenge startet jetzt. Mario, du machst Up-Air-Juggles, der ist dein Charakter. Up-Air, 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 Juggle, Juggle, Juggle. Und die Up-Air kann auch finishen. Guter Charakter für Anfänger. Donkey Kong. Donkey Kong beinhaltet den Cargo Throw und den Cargo Throw und den Cargo Throw. Übrigens noch Cargo Combos und Cargo Combos. Aber ihr könnt auch gerne Backer spammen. Und vergesst nicht die Cargo Combos. Link. New to Air Spam. Up hier oder Shield und Bomben-Setups. Bomben-Setup-Kombos, das ist Link. Samus, Charge-Beam aufladen und Charge-Beam und Charge-Beam. Ansonsten Keep-Away, Bomben in Link und schön sehr benutzen, um den Gegner zu outzonen. Dunkle Samus, genau wie Samus, nur mehr edgy. Yoshi, der A-Knopf ist dein Freund. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum Yoshi grün ist? Naja, der A-Knopf ist auch grün. Ich denke, da haben sich 2 gefunden. Kirby. Ihr mögt ganz viele Fähigkeiten zu haben, dann könnt ihr einfach jeden Gegner kopieren. Ihr habt somit einen vielseitigen Spielstil. Kirby ist allerdings voll schlecht, hat keine Air-Mobility, obwohl er viele Jumps hat und hat Range-Probleme. Ein sehr schlechter Charakter. Fox, Tech Chases und Up Smash. Cooler Charakter. Pikachu, ihr wollt gewinnen, dann nehmt Pikachu. Ihr habt mega krasse Ledge Guards, mega krasse Kombos, Nair Loops und vieles, vieles mehr. Alles ist over the top. Luigi, grab. Ness, BK Fire. BK Fire! Und Fancy Magnet Combos. Und BK Fire! Captain Falcon. Ihr wollt in ein Combo wieder landen, dann ist Captain Falcon euer Charakter. Lernt einfach die First Hit New Tail Combos und ihr könnt euch cool fühlen. Außerdem Inside Double Jump kennenzulernen, dann könnt ihr noch mehr Fancy Stuff machen und ihr werdet als Held gefeiert. Genau wie Captain Falcon. Pummelhoff. Ihr wollt einfach nur in Luft spielen, habt keinen Bock auf Ground Game, lacht euch über Little Mac immer kaputt, dass er nur am Boden ist, dann spielt Pummelhoff. Peach, ihr mögt es zu flaunten, ihr wollt schon immer eine Prinzessin sein, ihr wollt Top Tier spielen, ihr wollt jemand von 0 bis 80 boxen, dann ist Peach euer Charakter. Nur wenn ihr dann Blumen mehr mögt und Daisys Charakter mehr mögt oder ihre Kleider mehr mögt, dann könnt ihr auch Daisy nehmen. Die unterscheiden sich überhaupt nicht. Bowser, ihr wollt jemanden super schnell töten, wollt nicht wirklich arbeiten für eure Kills, habt einen der nervigsten Command Crabs, könnt einen von 0 bis 40 mit der Flamme boxen, dann spielt Bowser. Super Heavy Hitter, überlebt lange, richtig guter Charakter. Ice Climbers. Ihr wollt Twitter-Kombos erstellen, ihr wollt komplett diese ganzen D-Sings lernen und dann einen Zero to Deffen. Okay, spielt Ice Climbers. Sheik. Ihr wollt Gegner zu Tode kitzeln und Edgegun, dann spielt Sheik. Zelda. Zelda immer wieder Phantomritter aufstellen, Zoning-Game spielen und ab hier oder Shield mal und die Gegner auslachen, dass sie über 60 gestorben sind. Dr. Mario. Ihr hasst es, dass Mario immer nur im Rampenlicht steht. Ihr wollt so ein bisschen mehr Underdog sein, dann spielt Dr. Mario. Viel stärker als Mario, schlägt viel heftiger zu, hat viel mehr Killpower, aber auch eine grottenschlechte Recovery und wenig Mobility. Pichu, war broken, ist jetzt nicht mehr so broken, hat ein paar Killprobleme, aber hat ein sehr, sehr insanes Combo-Game, ist aber trotzdem viel, viel schlechter als Pikachu. Falco, ihr seid ein richtiger Tryhard und wollt Edgeguarden und Up-Tilt-Spam, dann ist Falco euer Charakter. Marv, Lucina ist die Nummer 1 Waifu, für euch nicht, ihr mögt es, den satisfying Tipper zu treffen und glaubt immer noch, dass Marv einer der besten Charaktere im Spiel ist, weil der Tipper einfach diese mega krasse Power hat. Deswegen spielt ihr Marv und nicht Lucina. Lucina. Ihr wollt gewinnen, ihr wollt konsistent Hitbox haben, ihr wollt nicht viel leben, weil der Charakter sehr simpel ist. Ein guter Anfänger-Charm. Dann spielt Lucina. Junger Link. Ihr spammt und spammt und spammt. Seien jetzt Aerials oder Projektile. Auf jeden Fall wird ziemlich viel gespammt. Gendorf. Ein Dampfwalze, die über das Schlachtfeld fegt, killt Gegner super early. Und wenn ihr keinen Bock habt, Cap Falcon irgendwelche Kombos zu lernen, dann spielt auch einfach mal Gendorf. Mewtwo. Nicht mehr so gut wie in Smash 4. Hat immer noch ein gutes Projektieren, ganz gutes Juggling und Offstage-Game. Ansonsten ist er eine Glasskin, stirbt schnell, teilt aber auch gut aus. Roy. Super, super strong. Insanely strong. Kill mit Side wie bei
60% teilweise schon. Hat ein gutes Juggling-Game und ein gutes Pressure-Game. Generell ist seine Killpower out of this world. Chrom. Genau wie Roy, nur mit consistent Hitboxen. Bei Roy muss man mal voll nah an den Gegner sein, bei Chrom nicht. Wir können einfach ein solides Neutral spielen und hat trotzdem einen sehr guten Charakter. Mr. Game & Watch, ihr mögt es, ab B zu drücken, ab B out of Shield, ab B um aus Commons zu escapen. Ihr wollt nicht geedgeguard werden, wollt jeden anderen Charakter edgeguard, dann ist Game & Watch eure Wahl. Ihr könnt auch Smash spammen, ihr könnt ziemlich Braindead spielen. Wenn ihr nicht überlegen wollt in Smash, ist Game & Watch eine ziemlich gute Entscheidung. Meta Knight. Ihr wollt gegen den Luft heulen, in Luft kitzeln und damit einen Tornado finishen, dann ist Meta Knight euer bester Kumpel. Pete. Ihr ärgert die Gegner mit Fallen und habt die ganze Zeit Multi-Hits draußen und habt einen relativ simplen Gameplan. Guter Anfänger-Charakter, in my opinion. Finsterer Pit. Ihr seid eher so auf der edgy Seite, dann spielt Dark Pit. Bis auf die Pfeile und die Side-B ändert sich nämlich nichts. In manchen Matchups kann normal Pit besser sein, weil Recovery ist besser mit seinen mobilen Pfeilen wegsniped. Und in manchen Matchups kann Dark Pit besser sein, weil einfach die Power von den Pfeilen entscheidend sein kann. Zero Suit Samus. Ihr wollt Gegner stylisch finishen, dann spielt Zero Suit Samus. Neutral Air into Down B, Stun into Combo und generell Neutral Air into Everything. Spielt Zero Suit Samus, wenn ihr Kombos und stylische Finishes mögt. Wario. Wenn ihr richtig Campy spielen wollt und auf Zeit spielen wollt, dann ist Wario euer Freund. Denn über die Zeit werdet ihr immer stärker, beziehungsweise euer Furz baut sich auf und ist euer bester Finisher. Es gibt True Combos in den Furz und es macht Wario unberechenbar. Außerdem hat er eine insane Air Mobility und richtig, richtig schnelle und gute Aerials. Snake, ihr wollt einfach campen und eigentlich spielt ihr lieber mit Items, aber ich spiele trotzdem competitive, also habt ihr euch für Snake entschieden. Granaten werfen, mit Nikita covern, alles in einen explosiven Teppich der Verzweiflung verwandeln. Das Snake, das ist cool. Ike, dein Neutral Simulator war ja mal. Mittlerweile ist die Neutral ein bisschen anders, aber die Neutral funktioniert immer noch. Relativ simpel, simple and strong. Der Swordfighter mit der insane Power. Das Ike. Pokémon Trainer. Ihr wollt nicht nur einen Charakter mailen, ihr wollt drei Charaktere gleichzeitig mailen. Das Pokémon Trainer euer Freund. Shiggy ist so für die coolen Combos zustande. Ivysaur für das Zoning und Neutral Game. Und Glurak ist der ideale Finisher und kann halt extrem lange überleben. Diddy Kong. Ihr mögt es, einen trickreichen Schimpansen zu spielen mit vielen interessanten Setups. Banane into Smash, Banane into anything, basically. Ein Charakter mit ziemlich vielen schnellen Aerials und guten Options. Und ein sehr guten Neutral Game. Lucas. Ihr mögt Netz nicht, ihr findet Netz zu simpel, deswegen spielt ihr Lucas. Ihr könnt mit eurer sehr die ganze Zeit ein Instant Cancel machen, könnt eure Kombos dadurch extenden. Ihr habt viele Multi-Hits, die sehr viel Potential haben und könnt richtig krasse Kombos machen, wo die Leute denken, dass das gar nicht möglich ist. Aber es ist möglich. Lucas bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Sonic. Ja, ihr spielt auf Zeit, rennt weg, ihr seid schnellster Charakter im Spiel und wartet, bis die Zeit abläuft und macht Side-B. König DD. Ihr mögt es immer wieder, Gordos auf den Gegner zu werfen, eure eigenen Gordos zu verspeisen und wieder auf den Gegner zu werfen. Und ihr liebt es, Gordos auf den Gegner zu werfen. Und DD ist auch ziemlich gut im Edge-Frame. Ansonsten ein ziemlich schlechter Charakter mit schlechter oder Shield-Options und ein Wacken Neutral Game. Olimar. Ihr mögt es, Pikmin auf den Gegner zu pflanzen, relativ spammy zu spielen mit Legless Smashes und dem Pikmin. Und genießt es einfach, dass ihr super klein seid und voll viele Moves euch verfehlen, dann spielt Olimar. Lucario. Ihr verliert sehr oft und dachtet euch dann, okay, ich spiele jetzt Lucario, wir haben die Aura-Mechanik, ich verliere und gewinne dadurch. Rob. Gyro-Setups und nervige Side-Bs. Yep, das ist Rob. Toon Link. Ihr wollt nicht ganz so spammy sein wie Young Link, aber im Grunde genommen seid ihr trotzdem spammy. Ihr benutzt die Projektile, spammt die und kommt raus in eure Strong Aerials. Wolf. Ihr spammt Laser und spielt eigentlich jetzt Swordfighter. Ihr spielt einfach einen Charakter, der nur auf Neutral Game basiert und habt eine insane Killpower.
und auch teilweise Möglichkeiten zu stylen mit der Side-B. Villager. Forward Air, Back Air, Forward Air, Side-B, Forward Air. Mega Man. Pew, pew, pew. Metal Blade. Metal Blade Setups. Oh, Leaf Shield. Pew, pew, pew. Metal Blade. Metal Blade Setups. Leaf Shield. Wie viel Trainer? An der Kante campen, Sonnengruß spam, Ball spam, an der Kante campen, Sonnengruß spam, Ball spam. Und außerdem Metal Limit, beziehungsweise mit Deep Breathing, den Gegner super schnell schießen. Rosalina und Numa. Ihr mögt es, jemanden zu kontrollieren wie eine Puppe. Ihr wollt am liebsten Puppenspieler sein, dann spielt Rosalina und Numa. Ihr habt einen Luma, der kann euch in schlimmen Situationen retten, wenn ihr grabbed wird. Und der Gegner dumm ist und pummelt, kann er euch retten. Ihr wollt irgendwie richtig crazy sein, irgendwelche krassen Luma-Setups machen. Da ist Rosalina und Luma euer Charakter. Richtig cool, richtig stark, wenn man weiß, wie man das setupt. Not bad. Lil Mac. Ihr mögt es, den schlechtesten Charakter zu spielen? Dann go for it. Gar kein Air-Game, alles unsafe und shield. Aber super strong und effektiv, wenn man ein gutes Whiff-Punish-Game spielen kann. Quajutsu. Ihr mögt es, Water Shuriken zu spammen? Dann ist Quajutsu euer Freund, denn Water Shuriken ist eins der besten Projekte im Spiel. Außerdem ist Quajutsu sehr, sehr mobil in Luft, kann sehr hoch springen und hat ein sehr gutes und interessantes Combo-Game. Einer der besten Combo-Charaktere im Spiel. Palutena, ihr wollt einen simplen, effektiven Charakter haben? Go for it! Explosive Flame ist super gut zum Nerven, zum Hochhalten des Gegners, zum Edge-Trappen, die Backup für sich jeden Move im Spiel und generell kann die Neutral einen richtig langen Offstage-Dragon und Kombon. Richtig starker Charakter. Pac-Man. Ihr mögt die ganzen wacky Setups, dann spielt Pac-Man. Hydran-Spam, campen, Früchte auflauen und aus den Früchten kommen und die Gegner überraschen. Und einfach sich darüber lustig machen, dass die Gegner die Setups nicht kennen und immer wieder darüber staunen. Darein. A.K. Robin. Ihr mögt es, Campy zu spielen, aber dann auch noch ein bisschen mit Sword zu spielen. Ihr könnt euch nicht entscheiden, ob ihr einen reinen Sword spielt oder einen Sonne. Dann spielt Robin. Das ist eine Mischung aus beiden. Ganz gutes Keep-Away-Game und Strong-Hit-Aerials, die destroyed sind. Schuld. Ihr liebt es, so ein bisschen die Styles zu switchen. Dann spielt Schuld. Ihr habt Monados, ihr könnt super gut Edge-Gun damit, ihr könnt mega krass Pressure mit den Speed-Monados, ihr könnt super Early-Kills scoren für den Überraschungseffekt. Mit dem roten Monado und ihr könnt extrem lange überleben und das Combo-System mit dem Schien-Monado. Shulk ist so stark, Top-Tier und vereint ziemlich viele gute Sachen. Außerdem sind seine Aerials Long-Range, Super-Disjoint und mega gut. Bowser Jr. Ihr mögt so ein kleiner Troll sein, deswegen spielt ihr Bowser Jr. Ihr habt einige coole Setups, ganz gute Aerials, aber letzten Endes ist der Charakter nicht so gut. Aber ihr bleibt ihnen trotzdem treu. Dakanto, ihr wollt ein bisschen kompliziertes Zoning-Game spielen, das ist Dakanto euer Freund. Ihr habt die Ken, ihr habt den Cowboy und Strispy. Und das ermöglicht ein sehr gutes Zoning-Game. Das war allerdings ziemlich komplex, aber wenn man es gemeistert hat, ein sehr guter Charakter. Ryu, ihr wollt einfach die Gegner schnell finishen. Mit Down-Tit Tatsumaki, ihr wollt stark zuschlagen. Keinen langen Street Fighter-Kommos machen wie mit Ken. Deswegen spielt ihr Ryu. Ken, ihr liebt es, in jeder Compilation zu lernen. Das ist quasi der Street Fighter Captain Fang. Ihr habt voll die langen, krassen Kombos, die mega schwer sind mit den ganzen Inputs. Aber hey, letzten Endes wollt ihr als Held gefeiert werden. Starker Combo-Charakter mit einer insane Kill-Power. Cloud, ab hier das Shield, Abwehr-Juggles und eine schlechte Meter-Funktion. Der Limit ist viel schlechter als Roy's Side-B, obwohl es halt ein Meter ist, was erst aufgefüllt werden muss. Corrin. Grauenvoller Swordfighter, viel schlechter als die anderen, aber hat ein paar nette Eigenschaften. Trotzdem nicht wirklich spielenswert. Bayonetta. Bayonetta ist ein guter Combo-Charakter, sehr unique, aber voll schwer zu spielen. Ihr könnt voll die coolen Edge-Cuts machen und richtig lange Combos machen, aber wie gesagt, Bayonetta ist nicht so einfach zu spielen. Und es gibt bessere Charaktere als Bayonetta. Inkling. Inkling ist einfach. Du musst wissen, wie Tech-Chase funktionieren, dann kriegst du richtig krassen Reward mit dem Roller oder mit anderen Optionen. Du kannst voll gut Edge-Gun und deine Back-Air ist einer der besten Moves im Spiel. Super, super schnell, disjointed und führt eben halt auch zu diesen Tech-Chases. Ridley. Ridley ist einfach bad. Er hat kaum Air-Mobility, obwohl er Flügel hat.
Und sein Combo-Game ist auch nicht wirklich so toll. Allerdings haben seine Smashes eine ganz gute Kill-Power und er kann relativ gut Edge-Killen. Das sind so seine Stärken, aber generell ist er ein sehr schlechter Charakter. Simon Belmont. Guter Zone, wenn man es richtig anstellt, hast du gute Reichweite, hast ein ganz gutes Projektier, hast ein ganz gutes Keep-Away-Game, aber viel schlechtes Recovery im Spiel. Bist du einmal offstage, der Gegner weiß, wie man Edge-Killen kann, bist du sofort tot. Das Feuer zündet Granaten und Bomben an und von Richter. Das ist alles so wie bei Simon, nur dass das Feuer eben halt Bomben und Granaten nicht anzündet, aber dafür den roten Pigment töten kann. Was Simon mit seinen Holy Water nicht kann. King K. Rool. Du magst einfach Ping-Pong zu spielen, du magst Gimmicks, dann spiel King K. Rool. Die Gegner fliegen hin und her. Da ist die Kanone, da ist die Krone und die Gegner bouncen und bouncen und bouncen. Ein Heavyweight mit einem ganz coolen Zoning-Game und einer guten Überlebensfähigkeit. Dadurch, dass er die Belly-Armor hat und generell sehr, sehr lange überlebt und auch eine ganz gute Recovery hat. Ist einer der Heavyweights mit einer ganz guten Recovery. Melinda. Oder Isabel. Forward Air, Back Air und Angeln. Es wird ganz viel geangelt, es wird ganz viel Forward Air gemacht. Bad Character. Schlechter als der Villager. Fuego. Incineroar. Ihr mögt der nächste WWE Superstar sein, dann spielt Incineroar. Grabt den Gegner, schleudert ihn durch die Luft. Ihr spielt einen Heavy Hitter, der aber super langsam ist und deswegen natürlich gegen sehr viele Charaktere struggled und deswegen auch kein guter Charakter ist. Piranha Pflanze. New to be, new to be, new to be. Der Charakter besteht aus Edge Guards, Ledge Traps und new to be. Joker. Ihr mögt es, richtig coole Edge Guards zu machen. Ihr liebt es zu Edge Guarden. Spielt Joker. Ihr habt voll viele Tools. Down Angled Gun. Counter. Eine Backer, die spammable ist. Joker ist auch einer der besten Charaktere im gesamten Game, wegen seiner krassen Mobility, der Comeback-Mechanik mit Arsene und einfach den super guten Aerials und den krassen Combo-Game. Joker ist super. Hero. Ihr mögt Angie, ihr mögt Kartenspiel, dann spielt Hero. Hero fühlt sich so an wie so ein Kartenspiel. Du topdeckst was mit Down B und hast da entweder was Gutes oder was Schlechtes. Ist halt sehr RNG-based, ist ein bisschen Sony, aber viel zu slow, um mit vielen Charakteren mitzuhalten. Ein eher schlechter Charakter. Banjo und Kazooie. Ihr liebt Campy Charakter. Banjo ist euer Mann. Oder euer Bär. Je nachdem, wie man sieht. Down wie Spam. Und New to wie Spam. Ihr spammt die Gegner mit Eiern voll. Kommt raus. Ihr habt die Side B, die alles im Game besiegen kann, weil sie invincible ist. Überall durchboxt. Und auch noch eine insane Kill Power hat. Richtig Campy Charakter. Und auch relativ guter Charakter. Terry. Ihr habt keinen Bock auf Street Fighter, ihr liebt Fatal Fury. Ihr seid mit Fatal Fury aufgewachsen und Terry hat auch noch so ein bisschen den Extra-Charme. Sobald ihr 100% erreicht, aktiviert sich Go und ihr habt noch viel mehr Kombo-Möglichkeiten. Ihr spielt plötzlich einen Charakter, der viel mehr scary ist. Ansonsten, das Kombo-Game meiner Meinung nach etwas schlechter als von Ryu und Ken, weil der Down-Tit schlechter ist, aber super, super strong und trotzdem ein gutes Kombo-Game. Byleth. Ihr mögt Range, ihr mögt Spacing. Byleth ist euer Charakter. Ihr habt Range, langsame Moves, aber spielt relativ spacing-oriented. Wenn ihr gegen nicht aufpasst, kassiert ihr sofort einen Shield-Break. Mit dem Down-Smash, mit voll aufgeladenem Pfeil oder mit der Down-Air. Ihr habt sehr viele Shield-Break-Möglichkeiten. Außerdem könnt ihr voll-style mit der Abwehr den Gegner runterboxen, spiken und dann daraus eventuell sogar noch kommen. Min-Min. Forward-Air, Gegner auf Distanz halten, das Min-Min. Langweilig, aber super effektiv. Steve. Ihr seid Minecraft-Suchtis, jetzt könnt ihr auch ein Smash bauen. Ein sehr, sehr schlechter Charakter, weil er wenig Range hat und einfach zu langsam ist und vielen Charakteren nicht mithalten kann. Kann zwar dann die Diamant-Axt haben, aber die Diamant-Axt verliert trotzdem gegen das New-to-Game von vielen Charakteren. Und das ist das Problem bei Steve. Hat ein paar Tools. Ach, die Lore kann ziemlich geil sein, aber letzten Endes ist er zu schlecht, um mit vielen mithalten zu können. Sephiroth. Ihr liebt Range, ihr liebt Power, ihr liebt Comeback-Mechanik. Sephiroth ist euer Mann. Ihr habt einen coolen Effekt mit der Side-B, wo man richtig coole Combos rausholen kann, wo ein Gegner leicht Shield-Breaken kann, wo ein Gegner super gut mit Pressuren kann. Und die Aerials, wenn ihr gut spacen könnt, können alles bieten, wenn ihr sie richtig einsetzt. Und Sephiroth ist einer der besten Edge-Gun im Spiel. Liebt Edge-Gun? Okay. Kassiert, bekommt One-Winged Angel und ihr könnt jeden Charakter super einfach Edge-Gun. Mii Brawler. Ihr liebt die Miis. Habe ich nicht recht? Mii Brawler ist einfach ein schlechter Mario, ihr habt keinen Bock auf Mario, wollt
quasi euren eigenen Charakter spielen. Spiel mir Brawler. Relativ schnell Moves. Mangelt an Range. Hat eine ganz gute Mobility, aber wie gesagt, sei eigentlich nur ein schlechterer Mario. Mir Swordfighter. Cheese! Say cheese! Ja, Mii Swordfighter ist ein reiner Cheese-Charakter. Entweder kommt er gegen auf den Tornado klar oder nicht. Tornado-Kombos, Tornado-Kombos, Tornado-Kombos. Ansonsten ein Swordfighter mit sehr wenig Range und einem sehr schlechten Neutral-Game. Mii Gunner. Granatenwerfer-Spam, Rollbombe-Spam, Forward-Air-Spam, Gun-Dash, weg. Rollbombe-Spam, Granatenwerfer-Spam, Gun-Dash, weg. This is the character. Leute, das war's. Ich hoffe, ich habe die Charaktere schnell genug zusammengefasst. Ich weiß nicht, wie lange das Video geworden ist. Das war ein etwas anderes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte mich damit ein bisschen challengen. Ich wollte damit meine Stimme so ein bisschen prüfen, wie lange ich durchhalten kann. Und it turns out, ich habe das ganz gut hingekriegt, aber ich bin, glaube ich, nicht ganz mit der Zeit zufrieden. Ich hätte es noch ein bisschen schneller schaffen können, aber ja, war ein bisschen detailliert. Jetzt habt ihr eine kleine Zusammenfassung über die Charaktere, was sie so ein bisschen auszeichnen, was so ein paar Memes über die Charaktere. Alles so ein bisschen vereint. Könnt ihr auch als Main-Finder nehmen oder wenn ihr gar keine Ahnung habt, ja, was ist eigentlich so signifikant für den Charakter, könnt ihr das Video euch anschauen. Die wichtigsten Sachen habe ich eigentlich zusammengefasst bei jedem Charakter und was das betrifft, bin ich relativ stolz. Was die Zeit betrifft, bin ich glaube ich nicht stolz. Ich habe viel zu lange gebraucht. Ich dachte, ich schaffe das schneller, aber hey. Wie gesagt, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Wird es sich wieder geben in der Form. Aber war der Erfahrung für sich. Okay, Leute. Ich wünsche euch was. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao! Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!